Legends auf dem Amiga. Ein Action Rollenspiel würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Action Adventure natürlich. Komme ich auf Rollenspiel. Ein Action Adventure in der Vogelperspektive im Stil von Zelda, aber viel geiler. Ich fand Zelda immer scheiße, ich fand Nintendo auch immer scheiße. Und das ist Legend auf dem Amiga. Richtig geil. Ja, gucken wir uns mal hier die Eröffnungszeremonie an. Im Endeffekt muss man durch mehrere Epochen reisen. Warum? Seht ihr ja hier. Ja, erschienen ist Legend auf dem Amiga 1200. Nicht mehr auf dem Amiga 500. Es ist also ein reines AGA-Spiel, was natürlich der Amiga 1200, was es ausgezeichnet hat, den erweiterten Grafik-Chipsatz, den AGA-Chipsatz mit ja, etlichen, aber Milliarden von fantastischen Farben. Gab es nicht mehr auf dem 500er-Spiel, das kam ausschließlich für den Amiga 1200 raus und fürs Amiga CD32. Und der Kampf begann. So, Legends. Da haben wir den Titelbildschirm. Los geht's. So, jetzt können wir die Route wählen, in welcher Reihenfolge wir quasi agieren möchten. Ja, ich nehme mal die Reihenfolge. So. Sonniger Sommermorgen. So. Ein sonniger Sommermorgen. So, ein Zungenbrecher. Vor deinem Tippi, die Vögel zwitschern. Und das Leben ist herrlich. So, alles klar. Ja. Wir sind der kleine Typ hier. Und haben jetzt noch keine Waffen. Sind in unserem Indianerdorf und ja, gehen jetzt erstmal hier so in das Häuschen rein. So, hier können wir jetzt ein paar Coins einsammeln, die wir dann auch später einsetzen können in Shops etc. Ja, bla bla, und hast du nicht gesehen, ne? Der Medizinmann begibt sich in Trance und so weiter und so fort. Moment mal. Der Medizinmann wird dir bei deiner Suche helfen. Geh nun zu ihm. Ach so, ja, genau. Ist gut.
vergiss nicht, dich gut zu bewaffnen. Ja, ich habe einen Bogen und Pfeile östlich von hier. Gut, hinter ein paar Bäumen versteckt. Suche sie östlich von hier. Gut, machen wir. Brauchen wir auch, um hier einigermaßen voranzukommen. So. Östlich, so, schauen wir mal. Genau, da haben wir unsere Waffen. Pfeile und Bogen. Dilling. So. Jawohl. Schießen wir mal auf. Hier ist der Medizinmann. Ich bin der weise alte Mann. Macht ja nichts. Nützliche Tipps. Blablabla. Los. Achso, nee, das ist nicht der Medizinmann. Der Medizinmann, den ich suche. Aha. Mit F1 kannst du jederzeit die Karte aufrufen. Jo, das ist die Karte. Kann man dann auch hier scrollen. Anderen Flussufer. Gut, dann wollen wir uns mal auf die Suche des nach dem Medizinmann begeben. So. So, du siehst verwirrt aus. Kann ich dir helfen? Wen suchst du? Den Medizinmann? Meinen Vater? Nein, ich suche erstmal den Medizinmann. Ah, da musst du da lang. Oh. Ach, da unten, ja. Gut, mach ich. Jawohl, hier ist so eine Checkpoint-Fahne. Ist der erste Gegner. So, hier können wir mal Herzen ansammeln. Oben rechts ist die Energie. Ja, das sind hier so Teleporter. Teleport-Pads, Felder, da braucht man die dementsprechenden Kristalle für. Die haben wir noch nicht. Also brauchen wir da noch ein bisschen. So, hier ist Sackgasse. Moment. So. Aua. So. Ja, genau. Medizinmann. Montags bis Freitags von 0:30 bis 19:30, 17:30. Samstags von 9 bis 15 Uhr. Sonntags geschlossen. So. Das ist doch schon mal sehr spaßig. Gut, dann gehen wir mal hier rein. So. Da ist er. Oh, da oben sehe ich auch schon ein Warp-Kristall. Roter Warp-Kristall. Genau. Zabum. So, ich bin der große weise Medizinmann. Wie kann ich dir helfen? Ich suche das heilige Bündel. Ja, sollte wohl Bündel heißen, aber da das im Original ein englisches Spiel ist und die Engländer keine Umlaute kennen, ist das oft so. Aber ist ja auch nicht schlimm. Schon so spät, ich muss los. Nee. So, ein heiliges Bündel also. Aha, eine Sammlung von toten Objekten, die dem Träger magischen Schutz bieten. Ist es das hier? Was? Wo? Wer? Ach, da oben. Ja, genau. Eine Schmutzwäsche ist es wohl nicht, oder? So, ich versetze dich in Trance. Hare, Hare, Krishna, Harmana, Harma, Harma. So. Ich bin der mächtige Schutzgeist. Jetzt geht das los hier. Jo. Den Medizinmann hat's zerlegt. Und ich bin jetzt magisch aufgeladen. So. Weg. Alles klar. Gut. Hier sind so ein paar
Pilz oder was? Ja, gut. Den Wortkristall haben wir eingesammelt. Den werden wir natürlich gleich ausprobieren. So, mit Space kommen wir in den Inventarbildschirm rein. So. Blum, ausgewählt. Jetzt sind wir hier. Aua. Zack. So, was haben wir hier? Rebels Diskothek. Abtanzen. Total Mist in heißesten Scheiben von DJ Buffalo Joe. Hehe. Oh, lässige Kopfbedeckung gestattet. Aha, ja, ich glaube, wir sind nicht passend gekleidet. Wie das so oft ist im Leben. So. Ohne Ticket kommst du hier nicht rein. Gut, müssen wir uns auch irgendwo besorgen. Hier ist wieder so eine Fahne. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier überhaupt gebacken wird. Ja, die Gegner, die können einen schon ganz schön auf Trab halten. So, da kommen wir her. Jetzt müssen wir uns erstmal hier so ein bisschen orientieren. Da geht's wieder rüber. Oh, was ist das denn? Willkommen am geheimnisvollen Kreis im Kornfeld. Ja, ja. Die legendären Kreise im Kornfeld. So. Hier haben wir noch ein paar Dollar. Aber, ansonsten gibt es hier nicht viel. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Ist auch schon wieder eine Zeit. Aha, genau. Hier ist ein gelber Warp-Kristall. Ein paar Goldmünzen und auch hier eine Silbermünze. Noch haben. Da müsste ich hier auf meine Lebensanzeige achten. Oh. Oh, oh. So, ein kleines bisschen haben wir wieder hergestellt. So, was will er haben? Freifahren gibt's nicht. Kleiner Zeig. Ein Ticket. Kleiner Zeig mit einem Ticket. Grummel, grummel. Diese Jugend. Ja, genau. Diese Jugend von heute. Ich sag dir das. Ich hab kein Ticket. Wo kann ich denn eins kaufen? Kann ich bei dir eins kaufen? Nee, ne? Nee. Aber gut, ich hab jetzt so einen gelben Warp-Kristall, den müsste man ja auch irgendwo einsetzen können. Oh, 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 oh. Aua, scheiße. So. Hauen wir erstmal wieder ab hier. Silberdollar. So, ich bin momentan ein bisschen ratlos, aber irgendwo werden wir schon weiterkommen. Hier
nicht. Gut, dann hauen wir mal wieder ab. Schauen wir mal, wo wir eventuell... Nee. Schauen wir mal am oberen Rand der Karte. Da kommen wir bestimmt irgendwo weiter. Ich bin gleich hinüber. So. So, was kann der denn hier? Mit den Dynamitstangen kannst du durch Schutt blockierte Eingänge. Was? Kannst du durch Eingänge räumen. Naja, egal. Hab ich noch nicht. Brauche ich aber. Mal gucken, wie wir. Ah ja, jetzt bin ich wieder hier. Warte mal, wie kam ich denn da hin? Ja, verdammt. Na, das lassen wir mal lieber. So, tu bitte irgendetwas. Es ist so verwöhnt. Ja, der hat irgendwie. Muss irgendwie so eine Rassel finden oder so. Ich gehe erstmal hier in so einen Bau. Ja, gut. Nur noch $2. Atelier. Scheiße. Gut. Ich glaube, ich habe da irgendwie. Habe ich jetzt irgendwie ein Leben verloren oder. Ich weiß es gar nicht mehr. Sei es drum. Ich denke mal, wir haben noch alles. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir diesen gelben Kristall hier eingetauscht bekommen. Verwendet bekommt, meine ich. So, was haben wir hier? Sensationelle 1000 Jahre alte rotierende Felsspitze. Ja. Warum nicht, ne? In den Wald, da muss ich glaube ich noch nicht hin. Aha, super. Da ist der gelbe Warp-Kristall. Wirst du wohl? So, Betreten des Feldes verboten. Bumm, Knall, Wusch, Arsch. Aha, ja gut. Hier haben wir den silbernen Warp-Kristall. Den bräuchten wir dann mal. Noch hier unten.
kann ich dir helfen? Den Adlerhorst, den habe ich schon gesehen. Den Horst, den geheimen Waldweg, kenne ich auch schon. Ach, der ist da unten. Ja, gut. Hier sind auch wieder ein paar Dörfers. Was? Super billig Stöberladen. Keine Ahnung, irgendwie ist die Übersetzung ein bisschen seltsam. Ah ja, genau, hier könnte ich jetzt quasi, wenn ich will. Was haben Sie denn? So, was hat er denn? Soccer Kid Socken. In Neon Pink. Ja, alles klar. Hm? Mit Fransenband. Sind total in. Musst du wissen. Sehr hübsch. Ist das alles? Vielleicht schaue ich später nochmal vorbei. Wie wär's mit einer Kreuzfahrt? Auf einem Luxusfloß. Genau das brauche ich nämlich. Das ist nämlich die Fahrkarte für den Fährmann. Das nehme ich. Du hast nicht genug Geld dafür. Wie viel brauche ich denn? Leck mich am Arsch. Warte mal. Münzen habe ich 92. Was kostet das denn? Siehst bla aus. 300 Münzen. Ja gut, da muss ich wirklich noch ein bisschen einsammeln. Oh. So, da ist geschlossen. So, hier sammeln wir mal ein paar Münzen ein. Neustart. Markierungsfahne. Ja genau, die kann ich dann da hinten verwenden. Ja, 300 Münzen ist eine Hausnummer. Die müsste ich erstmal einsammeln. Aha. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Ist nix. So, jetzt gehen wir den Gegner mal aus dem Weg, sonst kommen wir gar nicht mehr zur Frotte. Hier geht's auch nicht weiter. Ja, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Wow. Da, 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 da. Der war ja gerade schon. Gucken, wo es da hingeht. So. So, näher dich in verzauberten Wassern nie ohne ein Geschenk. Das kann dir das Leben kosten. Dann lassen wir das auch erstmal. Ich glaube, ich muss noch erst in die andere Richtung. Ich glaube. Ich werde mal diesen Waldweg verwenden. Gucken, ob ich dann da irgendwie weiterkomme.
Ja, hier sind Operationen. Ah, genau. Die Wildschweine unterwegs. Der gibt keine Herzen frei. Da muss man ein bisschen aufpassen dann. Dass man sich nicht zu sehr mit denen anlegt. So, hier haben wir noch jede Menge Coins. So. Bäume sind auch ein bisschen grandelig, schießen auf einen. So, ja, Coins gibt es hier doch viele, ist schön. So. Ah, Dynamitstangen, wunderbar, damit kann ich den Berg aufsprengen. So. Dann hauen wir ab. Aber hier war doch gerade so ein Auge, oder? Jetzt verguckt. Naja, gut. So, dann nix wie weg. Ist im Unwetter hier. Vor uns sehen noch die Bäume auf den Dates fallen. Wie komme ich denn hier dran? Noch nur die A. So, wieder trockenen Fußes. Jetzt können wir uns den Weg hier frei blasten. So, dann wollen wir mal. Falsche Taste. So, Dynamitstange. Wie geht das jetzt? Hallo? Moment. Da ist doch die Dynamitstange. Warte mal. Tja. Geitert. Hä? Ach, das ist ja gar nicht hier. Doch, oh mein Gott, bin ich doof. Achtung, Lunte anstecken. Cobra hinlegen, am äußersten Rand der Zündschnur anzünden und sich rasch entfernen. Jawohl, so machen wir. Schon an? Nee. Scheiße. Ach. Muss jetzt auch noch Feuer haben? Oh. Wie schwul ist das denn? Feuer brauche ich auch noch. Wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Alter, hast du mal Feuer? Ach du Scheiße. Ja gut, die Dynamitstange ist dran, aber... Ich habe kein Feuer. Das ist natürlich bitter. Was mache ich denn jetzt? Tütüdü. Na, servus.
Das pisst mich jetzt gerade ein bisschen an. So, Restart Point haben wir gesetzt, aber ich komme hier nicht so wirklich weiter. Hier ist auch nochmal Dynamit, aber ich habe kein Feuer. Ohne Feuer ist schlecht. Wie viele Goldmünzen habe ich denn? 175, reicht auch nicht. Tja, schade.